wer in dieses Land kommt, aus welchen Gründen auch immer, der kommt in ein geschichtlich und kulturell geprägtes Land. Und zu dieser Prägung zählt zum Beispiel auch der Holocaust und die moralisch-politische Verpflichtung daraus. Und auch wenn jemand aus einem islamisch oder arabisch geprägten Land sagt, und sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Doch in dem Moment, wo du in diesem Land lebst, musst du diese Zumutung akzeptieren und aneignen. Und das muss Gegenstand von Integrationsanstrengungen sein.